wir haben gedacht, wir fahren mal eine Tagesausflug machen. Wir wollen nach Mittenwald. Mittenwald ist ungefähr von München, ja, so 1,5 Stunden entfernt. Und wir wollten schon länger da mal in die Berge fahren. Ich freue mich schon richtig drauf, ja, und ihr könnt uns gerne begleiten. Ich weiß nicht, wie viel ich filmen kann, aber ich werde einfach mal gucken. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Aber die Berge kann ich ja. Coco, bleiben. Ja, super. Also, wir sind jetzt auf dem Weg zu einer Geige. An dem Geigenbau, oder? An der großen, überdimensionalen Geige. Wir müssen aber mal schauen, ob wir den Weg finden. Wir laufen da schon jetzt eine Zeit. Aber es ist so herrlich hier, weil die Häuser so schön sind einfach. Wir haben gerade so gestaunt schon. Ach, so herrlich hier. Und die Berge, man ist umgeben von Bergen. Das ist so herrlich einfach hier. Traumhaft. Ja, Mittenwald ist ja bekannt für seinen Geigenbau. Habe ich gelesen und wir haben schon einige Geigen auch gesehen. Wir haben einen kleinen Geigenmagneten auch schon gekauft. Richtig schön. Oh mein Gott, es ist so schön hier einfach. Wir sitzen jetzt vor dem Geigenbaumuseum und wollen uns dann mal gucken, was es da so gibt. Naja, Geigen wird es geben, aber was noch so, gell? Ja, wahrscheinlich ist das Museum auch nicht so groß, vermuten wir mal. Wir sitzen jetzt nämlich schon vor dem Gebäude hier und ja, die Häuser sind so schön einfach. Gehen wir jetzt dann mal gucken, was uns drinnen erwartet. Also Leute, voll der Fail. Wir haben einen Hund dabei und der Hund darf nicht mit rein ins Geigenbaumuseum. Fragt man sich warum, aber vielleicht habt ihr eine Erklärung oder wisst ihr, warum das so ist. Ach blöd, ach Mann, ich habe mich voll gefreut. Weil Fun Fact, ich wollte früher immer Geige lernen. Dann wurde es Querflöte, weil ich einfach zu alt war schon. Aber das hat mich jetzt voll interessiert. Das ist schade. Wir sind jetzt wieder zu Hause, wie ihr sehen könnt. Wir haben 17:30 Uhr, ungefähr um 10 Uhr heute früh sind wir losgefahren. War jetzt echt ein schöner Ausflug. Ah, die Berge sind einfach so herrlich. Und wir waren, ich bin voll traurig, dass wir nicht ins Museum rein konnten, in das Violinenmuseum. Das wäre so schön gewesen, noch einfach so zum Abschluss. Ja, aber naja, gut, kann man nichts ändern, ne? Wir waren noch schnell beim, wo waren wir jetzt? Erst beim DM, aber dann sind wir doch zum Rossmann gefahren. Und da habe ich jetzt dieses Trockenshampoo mir mitnehmen müssen wieder, beziehungsweise ich habe gar kein Trockenshampoo mehr. Deswegen musste ich jetzt unbedingt wieder eins kaufen. Und das hier von Alge Marina, das kann ich euch super empfehlen, dieses Trockenshampoo. Aber es ist so teuer geworden. Ich glaube, das war echt mal günstiger. Das kostet jetzt 3,25. Ich dachte, mich trifft der Schlauch gerade, ey. Also, ja, aber das finde ich echt wirklich eins der besten mit. Also, außer das Baptiste Cherry, also Kirsche, finde ich noch super. Und ich habe jetzt ein kleines Balea gehabt, was ich euch letztens gezeigt habe, in einem Haul, glaube ich. Das war, muss ich sagen, auch gut. Also da kann ich echt nichts, habe ich echt nichts auszusetzen gehabt am Balea jetzt. Aber da wir jetzt beim Rossmann waren, habe ich jetzt nicht gewusst, ob Isana so gut ist. Die hatten auch so viele verschiedene Isana-Trockenshampoos und ich wusste echt nicht, ob die was taugen so richtig. Ich weiß immer nicht genau.
Habt ihr Erfahrung vielleicht mit Isana Trockenshampoos und könnt mir da eins empfehlen? Das wäre super. Dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ja, auf jeden Fall. Aber ich kann euch das empfehlen von Algemarina. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Aber der Preis ist halt echt happig. Und dann habe ich noch von Garnier zweimal diese Antitranspirant mitgenommen. Einmal mit Moringa 6-in-1 Protection, das hier. Und einmal Ultra 3 Intensiver Schutz. Ja, dieses hier. Haben wir zweimal verschiedenes jetzt geholt. Also die von Garnier, die Deos sind auch sehr, sehr gut. Ich verwende ja auch zwischendrin meistens mein Syneo. Ja, Syneo heißt es. Das in der Glaspumpen, also Glasflasche. Und aber zwischendrin ist Garnier auch echt super. Ja, und wir haben von, ich habe ein bisschen Halsschmerzen, deswegen kann ich so leise nur reden gerade irgendwie. Deswegen, wir haben mitgebracht, also von unserem Ausflug heute, zwei Magnete, weil wir öfter mal gucken, wenn wir Ausflüge machen oder im Urlaub sind, je nachdem, dass wir uns Magneten für unseren Kühlschrank mitnehmen. Da haben wir einmal natürlich... wollte ich unbedingt eine Violine haben. Ah, der Fokus ist mal wieder nicht am Start hier. Aber ich hoffe, ihr erkennt es einigermaßen. Und wir haben noch dieses Fahrrad mitgenommen. Fragt mich nicht, warum die da Fahrrad angeboten haben, unter anderem. Also ich meine, es gab ganz, ganz viele verschiedene Magneten. Aber die Annie wollte dann, weil ich ja die Geige mir ausgesucht habe, hat sie sich eben das Fahrrad ausgesucht. Finde ich auch sehr, sehr schön. Und es kommt einfach an unseren Kühlschrank. Dann habe ich mir auch wieder Postkarten mitgenommen zum Kartenschreiben. Dieses schöne Pärchen hier, voll putzig, oder? In der Tracht mit den Bergen dahinter. Oh, richtig schön. Und einmal... ein Edelweißgruß von der Alpenfahrt. Okay, wir sind jetzt nicht die Alpen hochgefahren mit der Bahn. Das war uns einfach zu knapp. Ja, hier könnt ihr verschiedene Ausflugsziele eben in Bayern sehen. Das Schloss Neuschwanstein zum Beispiel oder Füssen, die Stadt. Oder Oberammergau, die Zugspitze. Ja, genau, die Karte. Ich hoffe, da freut sich jemand im Ausland vielleicht sogar auch. Der, ja, auf die Karte dann. Warum ist mein Fokus so schlecht? Ich weiß es nicht. Habe ich irgendwas verstellt? Naja. Genau. Dann haben wir einen Sirup. Den haben wir schon probiert. Den haben wir schon ins Wasser, was wir mit hatten, mal reingemacht. Einen Rhabarber-Sirup. Den hier. Wir waren da in so einer tollen Manufaktur. Die haben wirklich die Sachen, ja, wirklich... in Eigenarbeit hergestellt von Hand. Der hat gesagt, ja, wenn ihr mich braucht, ihr findet mich in der Küche. Ich bin in der Küche. Voll super. Also da hat man echt gemerkt, ja, so ein, ich weiß nicht. Ja, steht auch, die Feinkostmanufaktur nennt sich das, genau. Spezialitäten aus Wildkräutern und Wildfrüchten. Da haben wir einmal den Sirup, den wollte ich, den Rhabarber-Sirup. Ich muss sagen, er ist gut, aber er ist mir ein bisschen zu süß oder ich muss ein bisschen weniger reinmachen. Mit Eiswürfel dann so, eisgekühlt, ist er bestimmt noch besser. Und dann haben wir ein Biergelee mitgenommen, so ein Brotaufstrich. Ja. Ja, mein Fokus will irgendwie nicht. Ich muss mal später schauen, ob ich das irgendwie besser hinkriege. Nee, jetzt ist es besser. Auf jeden Fall schaut der halt so aus. Und da ist 66% bayerisches Bier drin und Zucker, Schliermittel, Pektin, Zimt, Säurungsmittel, ja. Zimt ist auch drin, das ist cool. Ich bin super gespannt, aber ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt aufmachen oder mit zu meiner Familie nehmen, dass jeder mal probieren kann. Und wir haben noch eine Erdbeermarmelade mit Chili mitgenommen, so ein Fruchtaufstrich. Also die hatten so viele unterschiedliche Sachen da, auch Salze zum Beispiel, verschiedene.
mega cool. Aber die Coco wackelt da gerade hinter mir. Ja. Ach so, ja, und das hier hat sich die Annie noch gekauft. Küstenkind, Heimatliebe nennt sich das. Diese Tasche hier. Diese schöne Tasche. Die hatten auch ganz viele solche Taschen, auch Handytaschen oder so Beutel, die man sich ummachen kann. Und die Annie hat sich eben für diese Tasche dann entschieden. Ja, genau. 80% Baumwolle und so. Veganes Leder ist das hier. Ja, ich finde die sehr schön, weil die Annie kommt ja von der Küste, vom Norden, und da passt es ja Küstenkind voll passend. Ja. So, genau. Ich glaube, das war es auch, was wir erbeutet haben. Es war ein wunderschöner Tag. Also ich kann euch Mittenwald, ist eine halbe Stunde von Garmisch-Partenkirchen entfernt, richtig empfehlen. Ich war da das erste Mal und es hat sich echt gelohnt. Und ja, ich möchte auch gerne diesen Vlog beenden. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr dabei gewesen wart. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.